Immerhin, der Gaspreis crasht und verhilft damit zu guter Laune nicht nur beim DAX, sondern auch bei europäischen Indizes, weil man sich sagt, naja, die Energiekrise, die flaut vielleicht so ein bisschen ab. Das ist die gute kurzfristige Nachricht, aber wir haben eine mittel- bis langfristig katastrophale Nachricht, und diese Nachricht aus China ist die Tatsache, dass Xi Jinping ein Hardcore-Kabinett um sich versammelt hat, und man ahnt Böses, die Finanzmärkte verkaufen chinesische Aktien, als gäbe es kein Morgen, und sie tun wahrscheinlich recht daran, denn da deutet sich letztendlich eine Rückkehr zum maoistischen Staatssozialismus an, der weder für die Wirtschaft Chinas gut sein kann, noch für Deutschland gut sein kann, denn eins ist klar, der deutsche Exporterfolg, der deutsche Boom der letzten Jahre lag wesentlich auch an China, und die Dinge dort werden sich radikal negativ verändern, so deutet es sich jetzt an. Denn wenn ich Hardliner in die Regierung rufe, dann kann man sich ausmalen, was da passieren wird. Und das dürfte dann auch für die Freunde der Grünen Partei vielleicht ein Problem werden, denn bedenken wir eins, die Rohstoffe, die man etwa braucht für Elektromotoren, kommen zu 2/3 aus China, und auch in Sachen Wind sind die Rohstoffe, die wir aus China brauchen, mehr als 50%. Das heißt, sollte China auf die Idee kommen, nö, das exportieren wir nicht mehr, möglicherweise, weil es zur Auseinandersetzung mit Taiwan kommt, zur Auseinandersetzung mit den USA, dann haben wir hier auch bei der grünen Energiewende ein kleines Thema. Daran denken aber die Herrschaften aus der Politik erst dann, wenn es wirklich so weit ist. Schauen wir uns die Dinge an. Wir sehen hier den Gaspreis TTF deutlich unter 100 Euro, 15% gecrashed heute. Wir waren, ich habe das hier mal mit der Maus eingezeichnet, am 26.08. noch bei 350 Euro. Also das ist mehr als eine Drittelung, die hier passiert ist. Und all das in einer Situation, in der seit Wochen und Monaten Geld aus Europa abfließt. Hier die Deutsche Bank sieht, dass da wieder aus Europa 2,5 Milliarden Dollar abgeflossen sind, umgerechnet. Das passiert schon im Grunde seit Wochen, seit dem Ukraine-Krieg ist das der Fall. Und da wäre natürlich so eine Erleichterung in Sachen Energiekrise durchaus gern gesehen. Wir sehen den DAX hier 1,6%, aber auch die anderen europäischen Indizes hier durchaus stark. Der DAX heute zunächst mal gescheitert an der 100-Tage-Linie, knapp über der 13.000er-Marke, aber vor nicht allzu langer Zeit waren wir ja noch unter 12.000 Punkten. Also das hat sich doch durchaus aufgehellt. Wir sehen also einen kollabierenden Gaspreis. Und jetzt ist etwas passiert beim Gaspreis, was schon mal beim Ölpreis der Fall war, bei einem bestimmten Kontrakt zumindest, nämlich dass der sogenannte Next Hour Gas Price, also der für die nächste Stunde, sogar ins Negative fällt, unter Null. Der Grund, wir haben extrem volle Lager, deutschlandweit über 97%, das Wetter ist in ganz Europa sehr, sehr warm, und vor allem, wenn da jemand kommt und will liefern und kriegt das aber nicht in die zu seltenen Terminals geliefert, dann muss er dieses Gas auf den Schiffen praktisch deponieren, und die Preise dafür sind so hoch, dass man das besser nicht tut. Also versucht man eher gar nicht zu liefern, und die, die gar nicht anders können, versuchen dann praktisch zum Discountpreis ihr Gas da loszuwerden, damit sie es eben nicht auf diesen LNG-Schiffen lagern müssen. Hier unten sehen wir mal diesen radikalen Abverkauf beim Gaspreis, aber dennoch sind wir noch 5-mal höher als in den letzten Jahren. Und das wäre für die deutsche Wirtschaft natürlich eine gute Nachricht, wenn das so weiterginge, und die deutsche Wirtschaft braucht gute Nachrichten. Wir sehen heute Einkaufsmanager-Indizes. Da beschleunigt sich der Abwärtstrend, Energiekrise, Rezessionsängste, steigende Zinsen. Das ist eine toxische Mischung. Jetzt haben die Energieversorger gesagt, also die Gaspreisbremse, die wird nicht so schnell kommen, das kriegen wir organisatorisch nicht hin. Das ist dann wiederum eine schlechte Nachricht, weil einfach da Entlastungen dann erst später kommen. Und das ist auch vielleicht eine schlechte Nachricht für viele Einkommensschwache. Hier sehen wir mal, wie viel Prozent der Menschen in verschiedenen europäischen Ländern nicht in der Lage sind, ihr Zuhause adäquat aufzuheizen. Das sind vor allem in Bulgarien sehr viele, aber auch Griechenland 17,5% der Menschen, Frankreich immerhin 6% der Menschen, Deutschland immerhin 6,2% der Menschen. Im Durchschnitt der
27 EU-Länder sind es knapp 7%, das entspricht etwa 30 Millionen Menschen, das darf man nicht vergessen. Und wir haben hier zwar eine Substanz, einen Wohlstandsgewinn der letzten Jahre uns aufgebaut, aber wir zehren von dieser Substanz. Jetzt hier eine Meldung, jedes vierte Unternehmen erwägt Stellenabbau. Und ja, wir haben nochmal einen Wumms bekommen, 200 Milliarden von Herrn Scholz und der Koalition. Wir können also noch solche Dinge raushauen. Anders als Länder, die etwa unter Krisensituationen leiden, wie damals Argentinien, die hatten schlichtweg zu wenig Wirtschaft. Wir haben halt noch dieses Futter, diese Power, noch eine Wirtschaft, die wir aber systematisch kaputt machen, wie es scheint. Denn man will ja weiter zum Beispiel Atomkraftwerke abschalten und damit das Energieangebot reduzieren. Und das angesichts dieser Situation mit China, wenn die uns praktisch diese Rohstoffe nicht mehr liefern, dann ist nichts mehr hier mit Windkraftanlagen und Solar auch jetzt nicht mehr theoretisch, und das trifft dann die Firmen umso stärker, die davon natürlich abhängig sind. Wir haben jetzt hier etwa neue Daten von IFO, die sagen, etwa ein Viertel der Unternehmen haben Probleme, an neue Kredite zu bekommen. Die Banken werden immer vorsichtiger. Ich habe jetzt Ende letzte Woche mit einem mir befreundeten Banker gesprochen, der sagt, im Immobilienbereich geht gar nichts mehr. Da kriegen nur noch jene Kredite, die sowieso viel Eigenkapital haben. Alles andere rechnet sich im Grunde nicht mehr. Viele Immobilienentwickler werden pleite gehen, so hat er mir erzählt. Und die Sparkassen nicht umsonst haben einen 56-prozentigen Einbruch bei privaten Immobilienkrediten, weil die Leute sich das nicht mehr leisten können. Also ein Wahnsinnsandrang auf den Mietmarkt. Damit steigen die Mieten allerdings wieder, was dann wiederum inflationär ist. Also das ist natürlich ein unschöner Zusammenhang. Und nicht vergessen dürfen wir, dass etwa jetzt, wenn wir mal das ganze Surrounding um die Sanktionen anschauen, dass etwa Malaysia extrem viel Öl exportiert und solche Länder eben zeigen, dass diese Sanktionen umgangen werden. Da wird einfach russisches Öl anders gebrandet, obwohl man das ja eigentlich geologisch nachweisen kann, dass das Öl aus Russland kommt, aber die Mühe macht sich keiner. Hier sehen wir mal, wie die Exporte von Malaysia nach oben geschossen sind in Sachen Öl. Also das bringt so ein bisschen die Lage auf den Punkt. Aber kommen wir jetzt zu unserem großen Problem, und das heißt China. Wir sehen nicht nur der Hang Seng mit dem größten Fall seit der Lehman-Pleite, wir sehen den Nasdaq China Index, also praktisch die Tech-Werte, mit einem 14-prozentigen Abverkauf. Es trifft vor allem dann so Werte wie Tencent, Baidu, Alibaba, die hier abverkauft werden. Alibaba zum Beispiel ist in der ersten halben Handelsstunde an der Wall Street mehr gehandelt worden als an jedem gesamten Tag seit August an der Wall Street. Das zeigt so ein bisschen, wie da die Reißleine gezogen wird. Auch beim Offshore-Yuan, der jetzt auf den tiefsten Stand ever fällt, mit dem größten Fall seit Juni, seit August 2019. Dollar-Yen-Yuan steigt über die Marke von 7,30. Und hier sehen wir, wie ausländische Investoren massenhaft Geld abgezogen haben, schon vor dem Volkskongress. Und jetzt beschleunigt sich das aus chinesischen A-Shares. Also praktisch aus den großen Aktien, die wir hier ja teilweise im Westen auch gelistet haben, etwa an der Wall Street, wie eine Alibaba, wie eine Tencent. Wir sehen, dass Chinas reichste Bürger jetzt alleine heute Nacht 9 Milliarden Dollar verloren haben nach dieser Kabinettsumbildung von Xi Jinping. Wir sehen übergeordnet schon seit längerer Zeit wahnsinnigen Stress bei chinesischen High-Yield-Bonds, also bei weniger bonitätsstarken Unternehmensanleihen, Junk Bonds, wie sie auch heißen. Da sehen wir, dass etwa hier Zinsen zu bezahlen sind von diesen Unternehmen von etwa 26-27%. Das zeigt, dass da viele Pleiten eigentlich bevorstehen würden. Und hier sehen wir mal den China A50, also die 50 größten Unternehmen Chinas. Da waren wir bei diesem Index Anfang 2021 noch über 20.000, jetzt haben wir uns mal etwa halbiert auf 11.000. Falls Sie die Frage haben, von wem dieser Chart stammt, denn dieser wundervolle, dann wäre ich bereit, diese Frage auch wirklich zu beantworten. Jetzt gucken wir uns mal den Hang Seng an. Hier sehen wir tiefster Stand seit 2009, also seit der Finanzkrise.
Und das zeigt, wie es hier nach unten geht. Simon Betschinger sagt hier richtig Klartext für alle. Ich hatte heute Morgen das schon zitiert, aber es ist wirklich wichtig. Das zwangsläufige Kursziel für China-Aktien in den Händen von uns Europäern beträgt 0 Euro, so wie bei russischen Aktien. Wenn es hart auf hart kommt, dann wird es sehr, sehr schwierig, da noch einen Wertgehalt ermitteln zu können. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, was die Biden-Administration macht. Die macht ja in Sachen China eigentlich eine komplette Fortsetzung der Trump-Politik. Nur mit sanfteren Tönen, könnte man sagen. Und man nimmt vor allem die Europäer mit an Bord. Das hat Trump ja genau andersrum gemacht. Aber Biden versuchte ja den Aufstieg Chinas vor allem dadurch zu verhindern, dass keine Chips mehr geliefert werden, die hochwertig sind. Und die Amerikaner nehmen das nicht mal so wirklich wahr, so ein Artikel in der Financial Times, dass hier praktisch der ökonomische Krieg auch durch die Amerikaner gegenüber den Chinesen erklärt wurde. Und Xi Jinping hat ja in seiner Ansprache mehr oder weniger klar gesagt, bereitet euch auf das Heftigste vor. Und damit meint er wahrscheinlich Taiwan. Er hat ja in einer vorherigen Rede auf dem Volkskongress schon klar gemacht, wir werden auf Gewalt nicht verzichten, wenn es um Taiwan geht. Und jetzt sehen wir, dass die Amerikaner eine dringende Pressekonferenz angekündigt haben. Da geht es um Sicherheitsfragen. 19:30 deutscher Zeit, also jetzt nach meiner Aufnahme. Mal sehen, geht es da vielleicht um China? Wird China möglicherweise US-Staatsanleihen verkaufen, damit man da nicht in dieselbe Situation wie Russland kommt? Das wäre zu überlegen. Da bin ich schon mal gespannt, was da kommt. Aber Kylie Bass, sicherlich kein Freund der chinesischen Führung, sagt, wenn wir uns mal anschauen, wer da praktisch in das oberste Führungsgremium berufen wurde, dann sind es zwei Spionagechefs und vor allem Militärführer, die für die Wiedervereinigung mit Taiwan verantwortlich sind. Und da sind vor allem die drei Leute, die einigermaßen wirtschaftsfreundlich waren, wie Premier Li Keqiang, die sind abgesägt worden. Das heißt, wir haben jetzt nur noch komplette Hardliner, deren Ziel, deren Aufgabe es bisher war, möglichst diese Wiedervereinigung mit Taiwan vorzubereiten. Für mich völlig klare Signale, was da eigentlich was Xi Jinping hier eigentlich vorhat. Und vor allem, wir werden wieder zurückkehren zu einer maoistischen Staatswirtschaft. Der Staatsanteil in der chinesischen Wirtschaft steigt mit Xi Jinping konstant und dramatisch schnell an. Gleichzeitig sehen wir den Immobilienmarkt in großen Schwierigkeiten, sehen wir die chinesische Wirtschaft nicht zuletzt durch die Corona-Maßnahmen in großen Schwierigkeiten. Große Schwierigkeiten hat auch Japan. Man hat es zweimal, nämlich am Freitag und heute Nacht, interveniert am Devisenmarkt und hat dafür mal eben 37 Milliarden Dollar praktisch ausgegeben, möglicherweise for nothing, denn es ist durchaus denkbar, dass aufgrund der Weigerung der Bank of Japan irgendwie diesen monetären Klimawandel mitzumachen, also die Zinsen zu erhöhen, stattdessen betreibt man ja weiter QE, dass man da immer wieder intervenieren muss und das kostet richtig Geld. Man bin mal gespannt, wie lange die Japaner das durchhalten werden. Ganz gut halten heute die Indizes an der Wall Street durch, nicht ganz so stark wie die Europäer heute, aber es gibt ein bisschen mehr Optimismus. Mike Wilson, eigentlich ein absoluter Bär an der Wall Street, sagt, ja, wir sind taktisch bullish, wir erwarten, dass da was nach oben gehen kann. Und die Stimme von Mike Wilson hat Gewicht, denn er hat das an der ersten kapiert, dass es diesen monetären Klimawandel gibt, dass die Fed es ernst meint mit der Inflationsbekämpfung. Bisher immer richtig gelegen mit seiner Klassifizierung von Bärenmarktrallies, während andere schon den Boden ausgerufen hatten und gesagt haben, jetzt geht es wieder auf neue Allzeithochs. Da war Mike Wilson immer dagegen sehr und er hatte recht. Jetzt also taktisch bullisch, interessant. Immerhin weiter eine Bärenmarkt-Rallye erwartet er, aber die kann bis 4.150 Punkte gehen, so sagt es Mike Wilson. Und hier sehen wir mal den S&P 500. Ich hatte das heute Morgen schon gezeigt, nach US-Zwischenwahlen und die gab es seit dem Zweiten Weltkrieg 19 Mal und in 19 Fällen, also mit 100%iger Treffer Wahrscheinlichkeit sind die Märkte dann nach den Zwischenwahlen gestiegen. Muss diesmal nicht so sein, aber helfen könnten die Buybacks, die Aktienrückkäufe durch die Unternehmen. Und da geht es jetzt richtig wieder los mit diesen Aktienrückkäufen. Es dürfte dennoch das größte Jahr für Buybacks in History sein. Und wir sehen hier mal von Goldman Sachs, wie schnell das jetzt nach oben geht mit diesen Buybacks, die ja vorher schon angekündigt sind, und dann kommen die. Wir dürften jetzt sehr bald 5 Milliarden Euro pro Tag alleine in diese Buybacks fließen sehen, und das ist der
größte Faktor ja immer an der Wall Street gewesen, oder die Unternehmen sind es, die größten Käufer sind an der Wall Street, also das könnte helfen. Und wir sehen auch, dass jetzt die Kosten für Putz extrem gering geworden sind. Also man geht davon aus, seitens des Optionsmarktes, dass das Schlimmste jetzt erstmal vorüber ist. Ob dem so ist, das muss ich noch zeigen. Wir haben ja jetzt die Earnings Season mit den ganz großen Tech-Werten, die ab morgen dann kommen. Da kann natürlich noch echt viel passieren. So wie bei Tesla. Tesla zwischenzeitlich unter $200 gefallen. Gut, dass meine zweitbeste Freundin kurz nach den Zahlen, als die Aktie ja schon mal abgeschmiert war, von Tesla gekauft hat. Wir sehen jetzt eine ARK Innovation, also das maßgebliche ETF von Cathie Wood, jetzt bei $35. Wir waren noch zu Jahresanfang mal bei 120. Also da ist ein bisschen was passiert, und vor allem dürfte es auch daran liegen, dass Elon Musk jetzt Aktien verkaufen muss, um dann die Übernahme von Twitter bezahlen zu können. Das dürfte da auch noch ein wichtiger Faktor sein. Und die Wirtschaft in den USA, und das hat heute auch so ein bisschen geholfen, die wird schwächer. Wir sehen die Einkaufsmanager-Indizes jetzt kontrahierend, also unter 50, Schrumpfung der US-Wirtschaft. Wir sehen New Orders kontrahieren, also die neuen Aufträge. Wir sehen Beschäftigung jetzt unter 50. Haben wir da ein Thema vielleicht am Arbeitsmarkt? Und wie hier der maßgeblich Verantwortliche für diese Umfrage unter US-Unternehmen hier schreibt, ist es eben so, dass die Nachfrage dramatisch nachlässt, und das wird dann auch die Inflation nach unten bringen. So heißt es hier in dieser Befragung. Abschließend noch Empfehlungen. 3 Stück mal wieder. China-Aktien stürzen ab. Schießeiserne Hand alarmiert Investoren. Also es ist Kapitalflucht in breitester Front, auf breitester Front, die wir sehen, und nicht, wie der Fokus hier meint, die Null-Covid-Politik, die Sorge vor derselben, dass es zu neuen Lockdowns kommt. Dann würden die Aktienmärkte in China, oder würde das ausländische Kapital nicht so schnell rausflüchten. Wir hatten einen Artikel vor nicht allzu langer Zeit drüber geschrieben von einem absoluten China-Kenner, der in China auch gelebt hat und lebt seit vielen Jahren, der sagt, Deutschlands Abhängigkeit von China steigt immer weiter, während unsere Exporte nach China sinken, steigen unsere Importe aus China. Das heißt, wir sind immer abhängiger von China geworden und machen den gleichen Fehler wie bei Russland. Auch dieser Artikel ein absolutes Muss, meine Damen und Herren, und ebenfalls ein Muss. Inflationsausgleichsprämie. Sie wissen ja vielleicht, die Bundesregierung hat vor etwa 4 Wochen beschlossen, dass ihr Arbeitgeber 3.000 Euro auszahlen kann, unversteuert, also weder der Arbeitgeber muss versteuern, noch Sie müssen es dann versteuern, also brutto für netto, könnte man sagen. Jetzt haben wir da mal eine Anfrage gestartet. Ja, wie ist das denn? Wann kann das ausgezahlt werden? Und wir haben eine Antwort bekommen, und die ist erfreulich. 3. Artikel, absolutes Muss, also 3 Muss-Artikel, meine Damen und Herren. Und ich muss jetzt auch woanders hin und sage erst einmal Servus und Ciao.